Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Factorio-Folge. Ich habe richtig Bock heute wieder und deswegen ist es hier auch richtig früh am Morgen. Und deswegen wird es keine Stunde dieses Mal sein, denn eine Stunde geht nicht, weil da muss ich arbeiten. Dementsprechend, ja, wird das ein bisschen kürzer als die letzten Folgen, aber ich habe gute Nachrichten, der Zug funktioniert, einwandfrei, gar kein Problem. Ich habe oben ein bisschen ein Problem und zwar hier... Die stehen nie so, wie ich sie haben will. Ich habe da irgendwie... Steht das nie so, wie ich das haben will. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Das ist ganz, ganz strange. Ich weiß nicht warum. Also eben zum Beispiel haben die alle gleichzeitig gearbeitet. Hat zumindest so ausgesehen. Dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, dass das wieder nicht richtig ist. Aber ganz ehrlich, scheiß der Hund drauf. Wir werden jetzt unten Rohöl machen. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet für uns, damit wir das gleich machen können. Und zwar habe ich hier einmal ein paar drinne an Chemiefabriken. Sieht man das über meinem Dötzkopf? Ja, sieht man. Dann noch ein paar Ölraffinerien und ein paar, ein paar Rohre. Da werden wir arbeiten. Ich denke, wir machen heute noch eine Zuglinie. Wir könnten das theoretisch auch mit einem anderen Zug machen, aber dann müssen wir da mit anderen Waggons arbeiten, weil da muss ja Flüssigkeit rein. Wobei, nee, ich möchte eigentlich die Flüssigkeit unten verarbeiten. Dementsprechend müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen, ne? Da werden wir mal gucken. Auf jeden Fall ganz, ganz toll hier. Ich habe unten auch ein bisschen was umgebaut an der Kohleversorgung, damit das hier auch alles mit dem Zug versorgt werden kann. Wir haben hier hinten einen guten Puffer drinne. Also ihr seht, da sind teilweise auch die Lagerplätze schon gut gefüllt. Da 26, hier 48, der ist schon randvoll. Da auch 48, 47. Also wir haben wirklich einen richtigen Kohlevorrat hier. Wenn man mal sieht, in einer einzigen Kiste sind da teilweise ja so 2300 drin. Das ist richtig super. Wir können die Kisten später noch upgraden. Ich weiß nicht, wann das geht, aber das können wir später noch machen. Und hier habe ich das so ein bisschen umgebaut, damit wir zwar die Kohle hier noch, die restliche Kohle mitnehmen können, aber dass es halt auch nach oben gesplittet wird, damit hier alles versorgt werden kann. Und ihr seht, wir haben wirklich alles knüllevoll. Und das ist richtig, richtig geil. So, ich werde mir noch ein bisschen was in die Tasche stecken hier und dann gehen wir gleich los, beziehungsweise werden dann auch gleich da anfangen unten. Nur ich nehme hier gerne noch ein paar Sachen mit, damit wir dann auch unten noch ein bisschen bauen können, falls das notwendig sein wird. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall so jetzt einfach losdüdeln. Ja, wir haben genug Möglichkeiten, genug Splitter, wir haben genug Rohre, die wir bauen können. Wir können eigentlich alles fertig machen. Wir können sogar Raffinerien bauen, wenn wir das noch brauchen. Ne, da haben wir hier ja, genau da haben wir auch noch die Steine und Stahlträger mit dabei. Ich denke, die Steine sind so das Bottleneck gerade, oder? Nee, sind da nicht. Vielleicht die Stahlträger? Oder die... Vielleicht die Stahlträger, ne? Ja. Ja, okay. Haben wir ein paar mehr von. Super. Jetzt können wir auf jeden Fall loslegen. Ich habe auch schon die Förderpumpen hingestellt, falls ihr es gesehen habt. Ich habe auch so eine kleine Verbindung gemacht, aber das wollte ich an sich mit euch gemeinsam machen, deswegen habe ich es nicht zu Ende gebaut. Ich habe erstmal so eine Grundlage gemacht, damit wir da nicht allzu viel rumtüfteln müssen, wir ein bisschen Zeit sparen und wir uns heute wirklich so um den Bau an sich kümmern können. Das hier werde ich später auch noch weghauen. Ja, ich weiß einfach nicht. Ja, das Ding ist sowieso immer voll. Also die verbrauchen halt nichts, ne? Und ich möchte aber hier eigentlich das Eisenerz auch bald weg haben. Also eigentlich müsste man das Eisenerz darüber befördern. Das wäre eigentlich sinnvoller. Ich glaube, das machen wir auch. Ja, also werde ich mal eben umbauen und dann sehen wir uns gleich bei den Rohren. Und damit ihr natürlich nichts verpasst, hier was ich gebaut habe. Und zwar habe ich jetzt einfach mir gesagt, okay, wir werden jetzt einfach die hier... das Eisen von unten einfach da oben reinholen. Und später können wir meinetwegen das fertige Endprodukt hier unten hinpacken oder irgendwie anders das versorgen, das äußere Teil. Weil das hier, das war eine Übergangslösung. Das brauchen wir nicht mehr. Aber ich möchte die Kohle, ich meine das Eisen hier von dem Ding weghaben. vom Boden. Dementsprechend, bevor ich dann diesen hier mache, ne, lassen wir die Dinger da erstmal stehen. Das Schöne ist natürlich, wir haben schon alles hier unten. Wir haben einmal Strom hier unten, wir haben schon einen Bahnhof, den wir kopieren können. Das heißt, wir können das hier unten ganz einfach machen. Ja, was ein bisschen doof ist, dass die Steine hier sind. Die könnten wir... Ich weiß nicht, ob wir dafür auch einen Bahnhof machen. Ich glaube eigentlich nicht. Also Steine haben wir hier gerade mal 893. Ich denke, da gibt es größere Vorkommen. Schätze ich jetzt einfach mal. Aber ich sehe hier aktuell keins. Also, na, wobei hier 978 da hinten. Ja, ist immer noch recht wenig, ne? Wenn man es mal vergleicht mit hier 3,3 Millionen. Ah, ne, hier, da. 1,4 Millionen. Das ist doch schöner, ist auch näher dran. Also da können wir einfach hier einen kleinen Zug machen, falls wir Steine brauchen. Also aktuell brauchen wir nicht so viele Steine. Ne, hier haben wir immer noch ein bisschen was, also das wird auch abgebaut. Und wir warten einfach, bis das im Dry geht, weil wir brauchen nicht so viel. Das ist nicht überlebenswichtig. Unser Leben, unser ganzes Ding hier hängt nicht davon ab. Und ihr seht schon, jetzt chillt er hier richtig seine Nuggets, weil er einfach nicht mehr leer wird. Und ja, das mit dieser Position, da müssen wir noch mal ein bisschen... Aber wenn ich den einen nach vorne mache, dann steht er wieder nicht richtig. Es ist wirklich belastend, egal. Kümmern wir uns später drum. Jetzt erstmal wird hier gearbeitet. Und zwar möchte ich gerne das Ganze hier dann so aufbauen. Also ich möchte das gerne hier mit einer Pipeline gleich rüber und dann machen wir das so hier fertig, dass wir es hier fertig machen können. Wir werden es auch wahrscheinlich gleich verarbeiten. Da braucht man noch Wasser für wahrscheinlich. Das heißt, von unten hier eine Gewässerpumpe nach oben bauen. Wäre eigentlich auch ganz sinnvoll, denke ich. Braucht man auch kein Dings für, keinen Strom, glaube ich, ne? Genau. Können wir hier einfach Rohre. Ich brauche sogar noch mehr Rohre, deutlich mehr Rohre. Wir brauchen deutlich mehr Rohre. Deutlich mehr Röhrchen. Ich würde mal sagen, so. Ja. Ich hätte ruhig eigentlich mal mehr mitnehmen können, ne? So 50. 150 oder so hätte ich mitnehmen können. Wir werden mal das Ganze erstmal überirdisch machen. Wenn es mich dann belastet, können wir es auch unterirdisch machen. Finde ich eigentlich auch besser, aber... Übersichtshalber werden wir es jetzt erstmal so machen. So, Wasser werden wir nämlich auch brauchen. Für den Moment brauchen wir dann aber erstmal nur das Öl für den anfänglichen Aufbau. So, zum Glück haben wir den hier. Da wir eh alles abgefackelt haben. Ups. Schön, oder? Ach so, da habe ich das hingebaut. Ach so. Ich habe mich schon gewundert, dass da so eine kleine HP-Leiste war. Aber gut. Ihr seht, ist nicht ganz zuverlässig. Aber hilft trotzdem, ne? Also, wenn man nicht mehr so viel machen muss. Da verschwinden dann schon ein paar Bäumchen. Aber gut, wir wollen das ja eh ein bisschen kompakter machen. Ich habe erstmal 5 genommen. Wir können auch gerne mehr nehmen später. Aber ich dachte, 5 werden erstmal reichen. Und wir können das ja hier erstmal so verbinden. Das war zumindest so meine Idee. Dann können wir zum Beispiel hier das Ganze so zusammen machen. Oder können auch von oben kommen. Ich denke, wir sollten hier auch kleine Verbindungen zwischenlassen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann können wir zum Beispiel hier, damit wir so ein bisschen durchlaufen können, ne? Sollten wir vielleicht so ein paar Dinger offen lassen. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Aber das wäre so ein bisschen... ja, ein bisschen flexibler sind. So. Mit dem Laufen. Aber jetzt müssen wir das irgendwo anschließen. Ja, machen wir es so. Ich finde die übrigens von der Ästhetik her cool. Die, na Katze? Es geht ab. Was hast du vor? Hm? Was verfolgst du für einen Auftrag? Ach, scheiße, ich habe was vergessen. Strom. Oh, aber wir können welche herstellen zum Glück. Das geht zum Glück hier. So, und jetzt können wir hier nämlich alles mit Strom versorgen. Sieht nicht schön aus, aber es funktioniert. Ich denke, das werden wir später noch ein bisschen eleganter lösen, aber für den Moment ist es okay. Diese Aussage muss euch wahrscheinlich schon zum Halse raushängen. Für den Moment, für den Moment. Ja, für den Moment. Oh mein Gott. Wir haben so viele Rohre, müssen wir noch haben. Ich hätte wirklich mehr Produkte mitnehmen sollen. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Wir werden mit den Rohren wahrscheinlich nicht mal hinkommen. Und jetzt müssen wir auch mal gucken, wie wir das Ganze verarbeiten wollen. Und da ist gut Rohöl auf der Leitung. Das bin ich gar nicht gewohnt. Da können wir sogar noch mehr machen als die hier. Das können wir super erweitern. Das hier können wir sogar ein bisschen zurückbauen, weil wir wahrscheinlich das anders legen müssen. Holla die Waldfee. Da, das füllt sich auch bis oben hin. Wir brauchen Tanks auf jeden Fall. Für den Anfang nehmen wir 2. Ich erweitere das später gerne. Ich weiß halt nicht, ob wir vom Öl einen Tank machen oder vom Gas. Ich denke eigentlich vom Gas, oder? Dann haben wir hier so eine kleine... Zwischenlagerung. Können wir hier so ein Lager bauen. Das werden wir, wie gesagt, später erweitern. Das ist ja hier auch gut erweiterbar. Und dann können wir hier rechts die Fabriken anschließen. Die Chemiefabriken. Und da müssen wir jetzt mal eben kurz gucken, wie wir das denn machen wollen. Was wollen wir denn haben? Wir können einmal Schwefel herstellen. Schwefel brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen aber auch Kunststoffstangen. Das Problem mit Kunststoffstangen ist, dass wir Kohle brauchen. Und wir haben keine Kohle. Das heißt, hier können wir erstmal nur Schwefel herstellen. Oder das Gas einfach nach oben transportieren. Beziehungsweise Öl nach oben transportieren. Das dann oben verarbeiten in unserer... Was wahrscheinlich sinnvoller wäre. Weil Öl ist irgendwann weg. Öl ist irgendwann weg. Aber wenn ich das jetzt so sehe, ich denke, es ist sinnvoller, wenn wir das anders machen. Wenn wir uns mit dem Gedanken anfreunden, einen Ölzug zu machen und Öl nach oben pumpen. So. Das werden wir machen. Wir werden hier unten das Dings nicht anrühren. Wir werden das Ganze hier mit dem Zug lösen. Das wird sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Wahrscheinlich mit Pumpen oder so. Dass wir Pumpen dann so bauen müssen, dass die das abpumpen vom Zug. glaube, so müssen wir das machen. Ja, ich denke schon. Gut. Dann werden wir das Ganze hier einmal rüberbauen. Und das werden wir genauso machen wie die anderen auch. So. Wobei wir haben ja hier einen Blueprint. Ja, den Einladen-Blueprint hier. Und der wird genauso laufen wie die anderen auch. Nur, dass wir ein paar Sachen abändern müssen. Ne, Kitty? Einige Sachen. Ja, ich denke, wir bauen den dahin. So, dass wir dann hier abfahren können. Na, Katze. Wir brauchen jetzt viele Sachen hier nicht mehr. Eigentlich fast gar nichts davon. Hingegen brauchen wir Tanks. Die dürfen wir dann dahin bauen. Das heißt, ich muss gleich ganz viele Stahlträger besorgen. Ich weiß gar nicht, ob der hier... ob der das überhaupt braucht. Hm. Da müssen wir gleich mal gucken. Braucht der Strom? Nein. Nein, braucht er nicht. Ne? So, gleiches. So, Rohöl, Südaußenposten. Haben wir schon mal fertig. Das Ganze muss dann mit Lagertanks geregelt werden. Ich denke, wir bauen dann die Tanks so auf, dass der da anschließen kann. Wir müssen eigentlich so einen Tankwaggon da schon hinstellen, damit wir das mal eben kurz organisieren können. Zumindest so ein bisschen. So, jetzt haben wir hier den Tankwaggon. Die Frage ist, wenn man dann... Ne, das geht so nicht. Wir brauchen schon eine Pumpe oder so. Ah, das ist... Ich glaube, wir brauchen eine Rohölpumpe. Also so eine Ölpumpe. Ich habe da auch schon mal eine gesehen gehabt. Da, die hier. Die brauchen wir mit der Motoreinheit. Ich gehe mal eben kurz zurück, hole alles, was wir brauchen und dann bauen wir da das soweit fertig. Ich kann auch mal kurz online gucken. Factorio Tankwagon. Ja, da sind Pumpen. Das sind Pumpen. Also wir brauchen Pumpen dafür. Sieht so aus, ja. Reicht anscheinend eine Pumpe sogar. Da braucht man nicht so viele. Also eine Pumpe hat so eine hohe Leistung, dass wir da anscheinend nicht viele Pumpen bauen müssen. Es sind allerdings relativ alte Videos, aber die ich hier sehe, oder alte Dinge, aber es scheinen nicht viele Pumpen nötig zu sein. Das heißt, die sind relativ schnell. Ja, sehr schön. Ich möchte diesen Augenblick übrigens nutzen, um so ein bisschen darüber zu sprechen, warum ich überhaupt alles gerne mit Zügen machen möchte. Weil irgendwann wird jede Ressource erschöpft sein, aber wenn wir wie sage ich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Interface habe, so ein Audio-Interface, dieses Headset hier, beziehungsweise die Kopfhörer werden irgendwann kaputt gehen, aber ich kann auch andere Kopfhörer nehmen und die da anschließen. Natürlich wird das Ding auch irgendwann mal kaputt gehen, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn irgendeine Ressource hier leer ist, kann ich einfach eine andere Ressource da ganz einfach anschließen und ich muss am Backend nichts verändern. Nur vorne halt. Also da wären wir wieder bei dieser Frontend, Backend-Geschichte von Programmierung, aber passt nicht so gut eigentlich. In dem Fall. Aber gut, ich habe die Pumpen dabei. Und ne, ihr seht, da guck mal, die schließt auch an, seht ihr das? Ich habe das Gefühl, so könnte das gut passen. Ich habe auch Kohle dabei, was ebenfalls sehr gut ist, weil wir können die gleich mal wohin schicken. Ich denke, das hier... Ja, wie bauen wir die jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Ich würde sagen, dass wir die hier da reinbauen. Dass wir hier, da ungefähr, hier so reinkommen und dann da oben das verarbeiten können. Das heißt, die linke Seite werden wir vorerst für die Rohölverarbeitung nehmen. Natürlich müssen wir jetzt erstmal dahin bauen. Das können wir auch wieder mit Shift machen. Ne, dann haben wir zumindest schon mal nur die Planung und wir müssen uns nicht darum kümmern, dass hier alles gebaut wird. Jetzt müssen wir halt gucken. Jetzt nach oben. Ah, ich glaube, jetzt können wir sogar ein bisschen zurückgehen. Wir müssen ja auch hier wieder, ne, gucken, dass wir... Ja, doch, das ist ziemlich genau da, wo ich es haben möchte. Perfekt. Hätten wir halt jetzt die Bauroboter, wäre das Leben ein bisschen einfacher. Aber da kommen wir jetzt bald hin. Also wenn wir jetzt das hier alles richtig machen. Ne, ihr seht schon. Ja, die fangen schon an jetzt. Weil jetzt haben sie hier schon so ein bisschen die Verbindung. Aber die sind schon wirklich cool, die Roboter. Hm. Hier müssen wir auch mal eben kurz durchbauen. Ey. So. Müssen wir auch mal eben kurz hier alles. So. Damit hier auch alles seinen Weg gehen kann. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Den Bahnhof werde ich gleich... ja, den müssen wir mit den Dings machen, ne? Würde ich sagen. Wir können wir hier hinbauen, denke ich. Da müssen wir jetzt diese Pumpen haben und wir müssen aber auch die Lagertanks haben. Und da brauchen wir ganz viele Eisenplatten für. Und allgemein bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, das wird reichen, ne? So 10 Stück, 1, 2. Ja, ich würde sagen so, wir machen erstmal so 1, 2, also 4, 8. Hm. Also wenn meine Vorstellung gut ist, wenn das soweit stimmt, wie ich mir das hier so denke, das sind dann 15 oder 16, 18. Ich glaube 18 sollten... Reich war? 16 reichen eigentlich schon. 16 reichen eigentlich schon. Für das, was ich machen möchte. Wir müssen auch sowieso erstmal einen Bahnhof bauen. Und der Bahnhof, ich würde gerne sagen, ich mache das gleich anders. Rohöl. Süd. So, das haben wir auch fertig. Jetzt können wir auch den Zug schon hinstellen. Wir müssen noch gucken, wie wir den übrigens versorgen. Ich habe da noch keine Ahnung, wie wir das genau machen gleich mit dem Brennstoff. Aber wir können ein bisschen was abzwacken hier, dann geht das schon. Wir werden später eh einen ordentlichen Bahnhof machen, einen wirklich ordentlichen. Aber aktuell ist es erstmal, wie so vieles hier, zweckmäßig. So, Den machen wir automatisch. Ich würde sagen, wir können... Haltestelle ist von der aktuellen Position nicht... Ach ja, stimmt, wir haben noch gar nicht gebaut. Aber wir haben schon mal alles soweit fertig und können das dann gleich machen. Das kann ich auch auf Entfernung, glaube ich. Das heißt, ich werde jetzt mal eben kurz bauen und... Oder wir werden mal eben kurz bauen. Und ich muss sagen, wenn man das einmal vorgebaut hat oder hier geplant hat, ist das so viel einfacher, so viel angenehmer auch. Und allgemein, wenn man mit Factorio erstmal so ein bisschen warm ist, dann... Ich könnte das momentan stundenlang spielen. Ich kann es nicht stundenlang spielen, weil es ist für mich ein bisschen anstrengender, weil ich es ja auch immer kommentiere mit euch und vor allem ich auch nicht immer, sage ich mal, so vorausspielen kann, wie ich will, weil ich natürlich auch irgendwo mit euch das gemeinsam machen möchte, das ja auch irgendwo ein YouTube-Projekt ist unter anderem. Aber ich finde das Spiel auch toll, also es macht mir einfach unglaublich viel Spaß und das finde ich richtig, richtig toll, weil auf der einen Seite ist es mein Hobby, ne, mit euch gemeinsam zu spielen und auf der anderen Seite habe ich auch sehr, sehr viel Spaß dabei, was ein Hobby ja auch sein sollte, ne? Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. So, wir haben einmal den Roh-Süd-Außenposten hier und Wartebedingung wäre ein volles Frachtinventar. Da können wir erstmal auf automatisch stellen und dann könnten wir noch den Rohöl... Warum ist der von da aus nicht erreichbar? Rohöl Süd ist doch gebaut. Und ist auch richtig gebaut. Seht ihr das? Das ist eigentlich alles richtig. Habe ich das vielleicht von einer... Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie falsch gemacht? So, auf jeden Fall kann ich jetzt hier... So, da pumpt er hin. Er pumpt nach rechts. Das heißt, es wird da reingepumpt. So. Insgesamt mache ich 6 Pumpen. Brauchen wir noch andere Sachen gerade? Na, die Tanks brauchen wir noch, ja. Die Tanks benötigen wir auch noch. Die können wir, glaube ich, nicht drehen, die Teile. Das finde ich ein bisschen doof. Also ich kann es nicht so drehen, wie ich es gerne hätte. Aber egal. So, da könnte man so ein bisschen Ästhetik reinbringen. Dann machen wir das jetzt ein bisschen entgegengesetzt. Also so. Dann wieder das gleiche System. Aber sieht ein bisschen schöner aus, so, ne? Finde ich zumindest. So, und jetzt können wir eine kleine Verbindung machen. So. Ah, war nicht ganz richtig. So, jetzt müssen wir das hier nur noch anschließen eigentlich. Allerdings sollten wir das vielleicht unterirdisch tun. Also so. Und damit hätten wir dann eigentlich das auch schon erledigt. Ja, wegen der Ästhetik, da können wir eventuell dann auch wieder die großen Türme nehmen. Ja, und wir sparen uns eigentlich auch ein paar Türme, ne? Also, wenn ihr es seht. Wir brauchen dann nicht so viele. Ja, wobei, wie gesagt, wenn man kann ja nicht über nach Ästhetik gehen, aber... Da, seht ihr das? Die Pumpen. Die pumpen, die tun, was sie tun sollen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die eine gar nicht pumpt da. Ne, es pumpt immer nur eine. Es pumpen gar nicht zwei. Gut. Hat sich erledigt mit der zweiten Seite hier. Es pumpt immer nur eine. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viele Pumpen. Eine Pumpe reicht. Seht ihr das? Die werden bepumpt. Und das geht so. Dann können wir die Tanks hier hinbauen. So, bap, bap, bap und bap. Dann haben wir insgesamt hier 8 Tanks. Hatte ich auch eingeplant, 8 Tanks. Und die pumpen dann schön die Teile voll. Mit einer ja, guten Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, können wir noch mehr Pumpen dahin bauen? Oh ja, aber die können nur von einer Seite bepumpt werden anscheinend. Also wenn ich das hier richtig sehe. Ah, also es gehen mehrere Pumpen, aber die pumpen immer von einer Seite. Eben habe ich ja 2 gehabt und das ging nicht. Gut, wir können nachher noch mehr Pumpen hinstellen, aber für den Moment... Das wusste ich nicht, weil überall online habe ich nur eine Pumpe gesehen. Hm. Sieht auch ein bisschen komisch aus. So. Ja, wobei, der war, glaube ich, richtig. Den können wir so stehen lassen, ja. So. Zack, zack und zack. Wie schnell füllt sich das? Ja, Problem ist, Rohöl-Süd-Basis funktioniert noch nicht. Müssen wir also auch fertig machen. Da müssen wir eigentlich das gleiche wie hier bauen, nur dass wir es halt genau andersrum machen. Ja, also wir machen das hier, nur dass wir es halt anders bauen. So, ich glaube, wenn ich jetzt so mache, dann kann ich einfach V drücken hier. Ja, kann ich. Okay, sehr schön. So, die Frage, warum das nicht funktioniert, ist wahrscheinlich, weil vielleicht auch, weil die Lichter anders stehen, weil das von der Richtung her nicht richtig ist. Das hier, ja, da geht's nach da, aber hier kommt er da an. Ah, deswegen, ich glaube, das war der Punkt. Es war nicht erreichbar, weil es einfach nicht richtig aufgestellt war. So. Das Schöne ist, ich kann den von hier einstellen. Jetzt geht's nämlich. So, leeres Frachtinventar automatisch. Und dann wird er, wenn er voll ist, nämlich dahin gehen. Aktuell ist er noch am Ausladen, beziehungsweise am Einladen, meine ich. Das heißt, wir können hier in Ruhe das Ganze aufstellen. Die Frage ist, wie weit sind die denn davon entfernt? Ich glaube, das müssen wir anders kopieren. Machen wir das lieber so. Ne, seht ihr? Also... Da ist schon eine gewisse Entfernung da, ne? Ja gut, aber ist ansonsten soweit gut machbar. Nur die ganzen Pumpen muss ich noch holen. Ja, Motoreinheiten fehlen. Aber echt cool. Ich habe mir das echt schwerer vorgestellt. Also sehr viel schwerer, muss ich sagen. Aber bisher wirkt das eigentlich recht einfach. Also wenn man einmal so die Grundlage drin hat, dann ist das echt gut machbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Pumpen waren es, die wir brauchen, ne? Ich glaube, das waren insgesamt 9 Pumpen. Ach, die haben da schon Pumpen hingesetzt, okay. Auch gut. Aber doch, scheinen gut zu sitzen hier. Mhm. Treffen den auf jeden Fall. Gut, das ist perfekt. Dann müssen wir ja nur noch ein bisschen was an Strom hinstellen. So, zack, zack, zack und das Ganze verbinden. Ah, nee. Quatsch. Da, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil die müssen ja rauspumpen. Die müssen das Ganze ja hier reinbringen. Aber sind schon fertig. Da. Alles schon drin. Und hier füllen die sich auch schon. Und man könnte wahrscheinlich die Geschwindigkeit hier mit Pumpen noch erhöhen. Schätze ich mal. Aber da seht ihr, wie schnell sich das füllt. Wunderbar. Es funktioniert ganz, ganz toll. Gut, dann können wir hier weitermachen, beziehungsweise jetzt können wir hier schon die Produktion eigentlich anschmeißen. Ich sehe schon, die Zeit wird wieder knapp, aber na. Dann können wir hier eigentlich schon die Raffinerie machen. Wir werden eh nochmal später alles umbauen, das wisst ihr. Aber damit wir zumindest anfangen können, na, darum geht es ja gerade, dass wir einen Anfang haben. So. Ich würde gerne noch mehr hinstellen, aber das können wir ja ganz einfach erweitern. Das sollte ja kein Problem sein. Wobei... hier können wir schlecht skalieren. Auf diese Art und Weise. Wo wir besser skalieren könnten, wäre, wenn wir das so machen, dass wir die Raffinerien hier hinstellen. Also gleich relativ nah da dran. Dann könnten wir einfach das Teil gleich nach oben führen. Das ist gut skalierbar. Können wir locker bis hier oben hingehen, das einfach dann hier weiterführen. Das ist gar kein Problem. Dann können wir hier unten auch einmal das System anschließen. Ist schon angeschlossen. Und dann können wir hier den Output einfach holen. Wir können nach unten sogar noch expandieren. Oh, sogar deutlich. Da können wir sehr viel machen. Aber für den Moment wird es wahrscheinlich ausreichen. So, dann haben wir hier Gas. Das können wir auch nochmal zwischenlagern. Brauchen wir nur 4 Stück. Und dann können wir das verarbeiten. Wir brauchen noch Wasser hier, aber Wasser können wir eigentlich auch von oben rüberholen hier an der Seite. Können wir das hier hinbringen. Das ist jetzt nicht das Problem, das Wasser. Das Problem ist, dass es wieder Spaghetti wird. Und wir momentan aber, wir brauchen die Spaghetti momentan, weil wir brauchen einfach gewisse Stoffe momentan, die wir für die Chemiepakete brauchen. Und wenn wir die Chemiepakete haben und das alles ein bisschen anders organisieren können, weil dann haben wir auch irgendwann... Also wir brauchen jetzt vor allem die Möglichkeit, weiter zu forschen. Der Panzer ist zum Beispiel relativ wichtig. Den brauche ich, den Panzer und vor allem die fortgeschrittene Materialverarbeitung, weil dann haben wir sehr viel weniger Stress. Ja. Die brauchen wir dringend. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Den Panzer brauche ich auf jeden Fall dringend. Der ist ganz, ganz wichtig. Also den brauche ich auch privat, weil ich einfach mich da mit diesen ganzen Viechern momentan anlege. Wir können ja erstmal so, ich glaube, fünf Dinger reichen, glaube ich, erstmal. Dann können wir Schwefel damit herstellen und dann den Schwefel kann ich dann erstmal ein bisschen abführen. Und dann gucken wir mal, wo der Rest hingeht. Aber jetzt brauche ich auch erstmal Wasser. Ich glaube, wir haben hier oben irgendwo Wasser gehabt. Habe ich schon teilweise abgebaut, weil ich nicht wusste, ob wir Wasser noch in der Menge oder in dem, ne, brauchen. Ich habe aber eine Idee, wie wir das relativ... Ja, ich sag mal angenehm hier rüberholen können. So, jetzt können wir nämlich hier einfach... Machen wir mal so eine Art Kurve rein. So, zack. Und dann bauen wir es einfach so. Am Rand interessiert das ja auch keinen Schwanz und dementsprechend... Ist das nicht ganz so schlimm? Dann haben wir das so ein bisschen am Rand. Ich werde es später sowieso wieder abbauen. Aber dann haben wir für den Moment, belastet uns das nicht so sehr. Ja? Digga. Wobei, wo wir gerade bei belastend sind. Oh Mann. Von wegen, es belastet mich nicht. Es belastet mich und wie es mich gerade belastet. Oh Mann. Aber wir haben es unten, wir haben es unten. Wir sind mit Wasser jetzt hier. So. Perfekt. Und jetzt können wir hier das Wasser auch verwenden. Gut, haben wir das auch geschafft. Wir haben leider nicht mehr viele von den unteren Rohren. Da kann ich erstmal ein paar herstellen. Aber jetzt können wir uns hier erstmal mit dem Schwefel beschäftigen. Weil Schwefel braucht man ganz dringend. Wir brauchen eigentlich auch Plastik ganz dringend. Wir brauchen beides dringend. Plastik brauchen wir halt Kohle für. Kohle haben wir hier unten. Das heißt, wir könnten das so ein bisschen hier noch lang führen. Und dann hier unten eventuell... Ja, wobei dann sind wir auch wieder. Es ist auch wieder so ein bisschen winky wonky, alles durcheinander, alles ja, Spaghetti. Ja, Spaghetti, wir haben wieder Spaghetti, aber es geht gerade nicht anders. Ein bisschen Spaghetti muss sein, gerade sonst kriegen wir das nicht hin. Das geht leider gerade nicht anders mit der Spaghetti. Aber ich denke, wir können hier ein bisschen Spaghetti vermeiden. Wie machen wir das denn jetzt am besten mit dem Wasser? Nee, das geht so nicht. Ich mache das wieder genauso, wie ich es vorher auch gemacht habe. Es ist ein bisschen rohrintensiver. Aber genau so werden wir das machen. Aber genauso funktioniert das auch. Perfekt. Naja, perfekt nicht, aber... Zumindest ist alles angeschlossen hier. So. Jetzt noch Strom und ich bin zufrieden. So, dann haben wir da schon mal... Schwefel. Wenn das Gas fließen würde. Was auch noch nicht der Fall ist. Aber theoretisch müsste jetzt alles funktionieren. Und ich denke, das wird's auch. Und da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so große Sorgen. Und ihr seht, hier geht's schon los, ne? Ach. Ich wollte hier jetzt eigentlich gar nicht unbedingt. So, da haben wir ein paar Tanks. Das Ganze ist, na, nicht wirklich kompakt, aber auch nicht so krass Spaghetti wie früher. Ist auch schon mal was, ne? Also, in 10 Minuten muss ich arbeiten. Wir werden hier noch weitermachen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, finde es einfach richtig, richtig gut, dass auch das hier einwandfrei funktioniert. Wir haben jetzt hier einen Ölbahnhof, der ja gar nicht mal so viel Umweltverschmutzung, wobei 10 die Minute und hier ist es glaube ich irgendwie 2 die Sekunde oder so, ne? Ne, auch 10 die Minute, okay. Also auch gar nicht mal so wenig, aber die sind gerade nicht aktiv, weil das hier nicht aktiv ist, also von daher geht das noch. Und es funktioniert aber einwandfrei. Guckt euch das an. Der Zug wartet, bis er voll ist und dann geht er wieder zurück, wird hier leer gepumpt, leer gesaugt und dann läuft es. So, das gucken wir uns nochmal eben an, weil das einfach herrlich ist, ne? Wird angeschlossen, wird abgesaugt. Hier wird alles voll gemacht. Ja, herrlich, oder? Ja, richtig, richtig cool. Der hier zum Beispiel ist mittlerweile so voll. Hier, der hat so viel gebracht, dass es gar nicht mehr verarbeitet werden kann. So viel ist da. Das ist irre. Das ist einfach irre. Deswegen wird es wahrscheinlich auch noch etwas dauern, bis wir die Ressourcen hier erschöpft haben. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich das hier erstmal oben ein bisschen abtrenne, damit erstmal unsere alten Ressourcen hier verarbeitet werden können. Ich denke, das mache ich auch für den Moment. Wir brauchen ja nicht viel machen, wir brauchen nur den machen. Und dann warten wir jetzt einfach, bis die Ressourcen verarbeitet sind. Und dann schließen wir das wieder an. Bis dahin ist auch die Umweltverschmutzung hier ein bisschen weniger. Wir brauchen uns nicht so viel darum kümmern. Und, ne, weil wir werden nicht angegriffen wahrscheinlich. Wir können uns dann hier in Ruhe um den Fortschritt kümmern. Wir sind heute einen ganz großen Schritt weitergekommen hiermit, dass wir jetzt wieder langsam Richtung Chemiepakete gehen können und vor allem auch Kunststoff bekommen. Und hier müssen wir dann noch gucken, wie wir das dann rüber bekommen. Ja, das wird wieder Spaghetti, aber vielleicht können wir es auch anders machen. Vielleicht können wir hier irgendwo eine Verarbeitung machen, wo wir die Spaghetti verarbeiten können. Dass es nicht allzu Spaghetti wird. Aber das gucken wir uns morgen, nee, nicht morgen, aber beim nächsten Mal an. Vielleicht mache ich nachher die Folge sogar. Also ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal und tschüss.